Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2. Ja, haben wir Freitag, da wollte ich eigentlich ein kleines neues Projekt starten. Allerdings hat das noch nicht so geklappt, wie ich das wollte, leider. Ja, dementsprechend verzögert sich jetzt das neue Projekt ein wenig. Ja, was soll ich sagen? Es klappt halt nicht so, wie ich das wollte. Das ist halt das Schlimme daran, dass ich halt noch immer mit der Tonausgabe extreme Schwierigkeiten habe. Ja, dementsprechend ist es halt so gelaufen, dass ich jetzt das Ganze um ein paar Tage verschieben muss. Einfach aus dem Grunde, dass ich noch gucken muss, wie ich das mache, wie ich das richtig eingestellt bekomme. Ja, es dauert jetzt einen Tag auf zwei leider länger. Leider in dem Fall, da ich mich selber extrem darauf gefreut habe, dieses neue Projekt zu starten. Und gut, es ist halt wie es ist, wir können nichts dran ändern. Machen wir leider nichts dran. Und deswegen, leider verschiebt sich das ein bisschen. Warum ich diese Probleme habe, ich kann es euch nicht beantworten. Und deswegen, wir müssen da jetzt abwarten, was das Problem ist. Der Ton, sage ich frei weg raus, wie es ist. Der Ton ist mein Problem da an der ganzen Sache. Da muss ich halt jetzt am Wochenende mal sehen, wo das Problem liegt, weil ich habe die Testaufnahmen gemacht, alles wunderbar. Hab gedacht, ja, super, jetzt kann man loslegen. Und am Ende, ja, hatte ich keinen Ton mehr drin. Wieso, weshalb, warum? Ich kann es nicht sagen. Dazu dann noch auf der Arbeit heute richtig viel Stress gehabt und gestern auch. Viel zu tun, da viele Kollegen krank sind und so weiter und so fort. Dadurch dann auch nicht so viel Zeit gehabt mehr. Ist ja dann immer das Schlimme daran, wenn man nicht so viel Zeit hat. Ja, und trotzdem, es ärgert mich extrem. Bin auch ein bisschen traurig darüber, dass ich das Projekt jetzt um ein paar Tage verschieben muss. Aber es wird kommen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen, dass das alles kommen wird. Das neue Projekt, was ich da starten möchte. Nur wenn dann der PC sagt, nö, ich habe keine Lust, dann ist das leider so. Ja, es liegt ja nicht am PC, immer nur der ihn bedient. Also an mir, würde ich jetzt mal behaupten, dass er an mir liegt, nicht am PC. Gut, ich muss jetzt morgen nach der Arbeit, werde ich zusehen, dass ich das alles zum Laufen kriege. Irgendwo muss der Fehler ja liegen. Ich werde ihn auch finden, jetzt am Wochenende. Dazu bin ich ja mein neues Büro auch noch am Einrichten. Also Stress ohne Ende. Jetzt im Moment privat, arbeitstechnisch einfach sehr viel zu tun. Dann muss man natürlich auch dementsprechend abends ins Bett gehen, damit man für den nächsten Tag halt auch ausgeruht und ausgeschlafen ist. Dann auf der Arbeit den ganzen Stress durchleben und durchmachen. Gut, ist halt. Da muss ich jetzt durch. Ja, dann gestern gar nicht mehr dazu gekommen, hier wenigstens eine kleine Folge von irgendwas aufzunehmen, was mich auch ein bisschen geärgert hat. Dadurch kam halt heute Freitag leider keine Folge für euch. Jetzt Samstag kommt hier diese kleine Tour, die wir gerade fahren. Ist eine kleine Tour, ihr habt gesehen, ich habe einfach jetzt einen schnellen Auftrag ausgeführt. Da wir jetzt auch schon wieder 22.30 Uhr haben, irgendwann muss ich dann auch mal ins Bett gehen. Ja, saß jetzt auch wieder den ganzen Abend hier vor dem PC, war dann am Gucken, wo liegt der Fehler, warum kriege ich keinen Ton in die Aufnahme. Verschiedene Programme getestet. Ich nehme ja überwiegend, oder was heißt überwiegend, mein Hauptprogramm zur Aufnahme ist Bandicam.
Damit habe ich eigentlich noch nie Probleme gehabt. Da habe ich auch hier getestet gehabt und keine Probleme in irgendeiner Weise gehabt. Wie gesagt, habe mich dann da gefreut und ah, das klappt jetzt. Jetzt kann ich da gut loslegen. Ja, und dann, bams, funktionierte nichts mehr. Es funktionierte dann nichts mehr nach dem Update von Bandicam. Hab da das Update dann durchgeführt. Ende vom Lied. Seitdem geht nichts mehr. Hatte jetzt selbst mit dieser Aufnahme hier kleinere Probleme. Muss ich auch mal sagen. Kleine Probleme gehabt. Auch mit dem Ton. Hab es dann aber jetzt hier für Euro Truck Simulator fixen können. Das ging auch schnell. Da war einfach nur Eingabe, halt die Ausgabe falsch. Eingabe, ihr könnt mich hören, ich laber nur rum. Das funktioniert ohne Probleme. War halt nur mit der Ausgabe, da hatte sich was verstellt. Hab dann auch noch eben gedacht, ah cool, das versuchst du jetzt dann auch mit der Capture Card. Und bams, es funktionierte trotzdem nicht. Ja, ärgerlich. Was der Fehler ist, hoffe ich, dass ich das jetzt am Wochenende rauskriege, wo der Fehler liegt. Hoffe auch, dass ich morgen halt nicht allzu lange arbeiten muss. Gut, Sonntag frei. Montag kann ich jetzt noch nicht sagen, ob ich am Montag noch frei habe. Ich glaube eher, da werde ich arbeiten müssen, da so viele Leute krank sind. Halb so wild. Ich habe dann morgen, wo ich testen kann und machen kann, tun kann. Hoffe dann auch, dass ich den Fehler einfach schnell finde. Hab jetzt auch schon ein paar Leute angeschrieben, die sich damit ein bisschen besser auskennen, ob die mir da vielleicht mal helfen können, wo der Fehler liegt. Wenn ihr einen Tipp habt, wo der Fehler liegen könnte, könnt ihr das gerne in die Kommentare auch reinschreiben. Ah, komm, LKW-Fahr. Wie in Wirklichkeit. Aber wir müssten hier eigentlich geradeaus. Hier ist voll gesperrt. Wir fahren mal. Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht rumst. Ja, wir gehören zur Feuerwehr und zur Polizei. Wir dürfen hier lang. So. Ganz einfach. So. Ja, wenn ihr einen Tipp habt, wie ich den Fehler behoben kriege, dass ich eine Tonausgabe habe, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, weil ich habe echt im Moment, bin ich aufgeschmissen damit. Ich weiß nicht, was ich da noch testen könnte, machen könnte, tun könnte. Weil, wie gesagt, nebenbei bin ich hier im Haus mein neues Büro auch am Einrichten. Ist noch auch noch einiges zu tun. Da muss ich auch noch leere Kartons jetzt rausschmeißen. Was ich euch ja mal erzählt habe, hatten uns halt leere Kartons besorgt, weil wir ja vorhaben, irgendwann auszuwandern. Umzugskartons sind auch schweineteuer. Da hatten wir uns vor ewiger Zeit dann mal Umzugskartons geholt zu verschenken. Diverse Internetseiten lassen ja grüßen dafür. Ja, und die stehen halt jetzt noch da rum. Dann möchte ich da die Tapete runterreißen, neu tapezieren. Dann haben wir da noch ein kleines Stromproblem, wo ich gucken muss, wo das Problem ist. Das dürfte aber nur ein Stromkabel sein, maximal, was ich selber tauschen kann. Sicherung raus, altes Kabel aus der Wand ziehen, neues Kabel durchziehen, fertig. Ein bisschen kenne ich mich zum Glück da aus. Zum Glück. Ja, und dann wird das gemacht mit Einrichten, dann neu tapezieren, neuen Boden verlegen. Von Teppich auf Laminat gegebenenfalls möchte ich gehen in dem Büro. Ja, und dann wird es dann irgendwann umgestellt, wenn ich dann da fertig bin. Ich denke mal, wenn jetzt alles da weiter gut läuft mit dem Renovieren in dem Zimmer, bin ich so in 2 bis 3 Wochen fertig damit, weil ich ja nebenbei dann hier am PC bin. Dann das machen, arbeiten, kommt ja alles dann so ein bisschen zusammen. Ja, und dann habe ich da mein eigenes Büro, wo ich dann auch streamen werde in regelmäßigen Abständen.
ist halt im Moment alles so ein bisschen wild hier bei mir. Halt viel vorgenommen, weil ich mit dem Haus generell dran bin zu sanieren. Dann hier YouTube nebenbei, was mir verdammt viel Spaß macht. Ja, dann die Haussanierung, das Zimmer jetzt, was ich gerade als erstes aber in Angriff genommen habe, damit ich einfach ein bisschen mehr Platz habe, weil ich hier das Büro mir mit meiner Frau ja teile. Und wenn wir beide am PC sind, dann ist die dann mal laut am Mitsingen oder am Lachen, wo ich dann keine Lust mehr habe. Und dann bin ich mal hier am Aufnehmen, wo ich natürlich auch was lauter bin. Ebenso dann ist die da am Machen, am Tun, ich bin da am Machen und am Tun. Und da geht man sich irgendwann gegenseitig einfach auf die Nerven. Deswegen habe ich gesagt, gut, dann nehme ich mir das Zimmer, das ist eh leer, beziehungsweise vollgestellt mit leeren Kartons. Ein paar Kartons ist auch was drin, wo wir dann gesagt haben, können wir direkt aussortieren. Das Müll ist direkt in den Müll. Dann werde ich dahin umziehen. Meine Frau bleibt dann hier in dem Büro, wo ich jetzt auch gerade noch drin bin. Und wir sind beide glücklich und zufrieden. Würde ich das mal so nennen. Die kann in Ruhe zocken, ich kann in Ruhe zocken. Klar, es kann dann ab und zu mal sein, dass man vielleicht so ein Hundebellen hört oder so, weil ich dann auch schon gesagt habe, jetzt ist unser Hund halt immer viel dann unten bei meiner Frau, während ich aufnehme. Nur wenn die dann auch oben ist, habe ich gesagt, wenn der Hund reinkommt, kommt er rein. Auch wenn ich am Aufnehmen bin. Die ist aber in der Regel leise. Ja, die war jetzt auch schon öfters oben, wenn ich hier am Aufnehmen war. Und man hört sie ja wirklich selten. Wir haben halt viel Glück mit unserem Hund, dass die wirklich wenig bellt. Die bellt sehr, sehr wenig. Und deswegen eigentlich ein verdammt lieber Hund. Da kenne ich schlimmere Hunde, die permanent am Bellen sind und am Knurren sind. Macht unsere nicht, bin ich froh drüber. Klar, manchmal denke ich mir auch, boah, nerv mich doch jetzt nicht, du blöder Hund. Aber gut, ich denke mal, Hundebesitzer, wer von euch einen Hund hat, kennt es selber, dass manchmal so eine Phase kommt, boah, ey, nerv mich doch jetzt nicht. Besonders dann immer auch dem, ich will jetzt mal Pipi machen und man hat eigentlich gar keine Lust. Gehört dazu, dafür holt man sich einen Hund und dafür lieben wir unsere Hunde alle. Und das kommt jetzt alles auf mich zu. Dann dieses Problem, was mir echt seit 2 Tagen jetzt Kopfschmerzen bereitet. Warum funktioniert das nicht mehr mit der Tonaufnahme? Das wurmt mich echt am meisten. Aber gut, ist halt, ich kann nichts dran ändern im Moment. Bin hier alles am Versuchen, am Machen, am Tun, damit ich es schnell hinbekomme, damit das neue Projekt dann schnell startet oder starten kann. Und ich hoffe, dass es dann auch jetzt am Wochenende damit losgeht. Ein bisschen habe ich ja schon verraten. Es hat mit einer Capture Card zu tun. Und deswegen, ja, hoffen, dass ich das hier irgendwie hinkriege. Denn ich habe richtig Lust auf dieses Projekt mit euch dann zusammen zu starten. Und es ärgert einen nur. Hört vielleicht auch bei mir im Moment in der Stimme ein bisschen traurig, ein bisschen wütend. Kommt halt alles zusammen. Weil sowas dann echt, ich bin da einer, das lässt mir dann echt gar keine Ruhe, wenn sowas ist. Aber ich kann mich jetzt hier nicht die ganze Nacht dran setzen, wenn ich am nächsten Tag dann arbeiten muss. Das bringt es mir dann nicht. Wenn ich die ganze Nacht dann hier vorm PC jetzt hocke und gucke, was ist da los, was kann ich da dran machen. Aber so ist das Leben. Dann müssen wir alle mal durch. Fehler werde ich finden. Ich denke, wie morgen werde ich den Fehler endgültig gefunden haben, weil morgen werde ich mich richtig intensiv darum kümmern. Um den Fehler. Kann mich dann auch richtig darum kümmern. Und dann werden wir das Projekt jetzt so schnell wie möglich starten können. So, in 14 Kilometer sind wir am Ziel. 13 Kilometer. Ja, die kleine Tour hier
jetzt gefahren. Das werde ich auch als Folge diesmal ein bisschen verpacken. Nicht wie das letzte Mal, wo ich ein gewisses Thema angesprochen habe wegen der Post. Da bin ich ja nur gefahren, damit ich was zu sagen kann und damit das dann nicht nur irgendwas ist. Deswegen lief das ja nicht als Folge mit. Ja, hier, das ist jetzt die nächste Folge, sind in Kassel. Ja, jetzt nicht mit dem eigenen LKW, mit dem eigenen LKW werden wir in der nächsten Folge wieder fahren und auch mit unserem eigenen Auflieger dann werden wir dann auch fahren. Und dann sehen wir, was unser Auflieger kann, was unser LKW kann. Wir haben ja immer noch unseren schicken Iveco. Aber ich hatte jetzt keine Lust, so lange zu suchen, bis ich dann da was hab. Weil, wie gesagt, haben mittlerweile schon kurz vor 11 jetzt gleich. Und irgendwann muss ich dann doch mal in mein Bettchen springen. Ein paar Stunden Schlaf mir noch holen vor der Arbeit. Ja, gespannt, was morgen ansteht. Morgen darf ich Köln fahren, nicht mein gewohntes Bergisch Gladbach. Bin ich auch mal gespannt, wie die Tour wird. Kenne mich zum Glück da aus, wo ich unterwegs bin, aber trotzdem am liebsten hätte ich mein Köln gehabt, Bergisch Gladbach gehabt und nicht Köln. Aber wenn die Dispo von der DHL mich so einplant, dann werden wir das tun. So, am Ziel angekommen. Und warum kriege ich nicht die 170 EP? Die wären doch jetzt mal richtig geil gewesen. Aber das ist ein Lang-LKW. Mit dem Mercedes. So. Einparken. So, komm. Fährt grün. Stehen. So. Feststellbremse. Wir drücken E und dann. Ah, sieht man kaum was. Ah, ich sehe kaum was. Ist aber ein Lang-LKW. Gut. Wir satteln ab. Sind fertig mit der Tour. Ja. 280 Kilometer immerhin. Immerhin ein paar EP, an die wir uns hier eingefahren haben. Ja. In der nächsten Folge geht es dann wieder mit unserem Iveco auf die Autobahn und ich werde dann sehen, dass wir hier was kriegen mit unserem eigenen LKW, Auflieger, nicht LKW. Da kann man ja schön so dann suchen. Ja, und da hätte man dann natürlich hier einige Frachten. Und wenn es dann hier nur wäre, von Köln nach Rostock oder so, klar. Bis ich jetzt wieder aufnehme, sind wieder neue Touren drinne. Aber sowas in der Art werden wir dann fahren mit unserem eigenen LKW. Aber es müsste doch eigentlich der Frachtmarkt sein. Jetzt möchte ich gerade, werde ich mit euch noch gucken. So, Aufliegermanager. Kein Wunder, wir müssen erstmal, wo ist es? Privatstellen anpassen, verkaufen, Standort ändern. Jetzt nutzen, auswählen. Wurde angekuppelt. So, jetzt haben wir den auch endlich mal dran. Und so können wir nämlich dann auch im Auftragsangebot in den Frachtmarkt rein. Ich bin manchmal so ein Trottel in der Sache dann. So, Köln. Und dann haben wir natürlich hier schöne Paletten, die wir fahren können. Ihr seht es. Auch hier schöne Touren mittlerweile drin, von den Kilometern her. Ja, da werden wir uns dann in der nächsten Folge drum kümmern. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Ciao!